Neues Auto, yay! Geile Karre, Alter! Fein fix. So, und damit herzlich willkommen zum ruhigsten Simulator der Welt. Car-Mechanic Simulator. Herzlich willkommen zu Car-Mechanic Simulator. Mein Name ist Dieter, man sieht es oben rechts in der Ecke. Da. Am Anfang kriegt man alles so ein bisschen erklärt, so hat man so eine riesen Garage, riesen Werkstatt. Und wenn du das Tutorial beendet hast, hast du eine Hebebühne. Sieht man gleich. Das ist unsere bescheidene Werkstatt. Hey, ich bin der Dieter und das ist meine Pro-Mechanic-Werkstatt. Herzlich willkommen hier. Das ist mein aufgenommener oder mein angenommener Auftrag momentan. Ich guck mal eben. Einkaufsliste, Telefon. Ne, das sind neue Aufträge. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie war das denn nochmal? Wir können übrigens die Musik auch ändern. Hier hat man so einen Radiosender. Kann ich irgendwie so... Hier, ich mach mal... Der Kunde, Herr W. Meier. Ich habe in einer Fachzeitschrift gelesen, dass die Nockenwelle einlaufen kann. Stimmt das wirklich? Vielleicht schauen Sie sich das einmal an und wechseln bei Bedarf aus. Öl muss bestimmt auch mal wieder erneuert werden. Wenn sonst noch etwas sein sollte, machen Sie es bitte in einem Rutsch fertig. Die hat nur so Werkzeug. Habe ich noch gar nicht. Okay. Filterdeckel. Huch. Prüfen. Ist grün. Gehäuse ist auch grün. Ah, das ist das schon alles. Wir haben schon alles gefunden quasi. Wir brauchen also Zündspulen. 4 Stück. 2 Nockenwellen. 2 Nockenwellen und 2 Nockenwellenräder. Alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal einkaufen. So, im Computer. Ersatzteile. Wir brauchen Motor. Mal gucken, wo haben wir das denn? Ja, ist ja nicht so, dass es nur eine gibt. Dann sollte ich mir das mal aufschreiben, welche wir da haben. So, dann haben wir das eigentlich im Budget. Eigentlich ganz gut. Das heißt, wir können jetzt wieder... können es wieder anfangen einzubauen, die Teile. So, füllen wir mal eben Öl rein. Immer Rinder! Oh, läuft schon über. Oh, zu viel.
So, prüfen wir mal eben. Gucken wir mal eben auf den Peilstab, was er sagt. Ja, ist Maximum. Super. Sehr schön. So, Klappe zu, Affe tot. Der Alte, der kriegt richtig, ohne Scheiß. Der kriegt ein richtiges Body. Der kriegt ein richtiges Bodykit. Können wir dem den Krümmer hier irgendwie anbauen? Können wir ihm das nicht einfach hier so dran montieren? Das muss doch gehen, oder? Warte mal. Abgasanlage. Ich dachte, wir können dem Alten so einen richtigen, so einen Endtopf da hinten dran knallen oder so. Aber warte mal. Wir können ihm durch die Stoßstange abschrauben, ne? Alter, ich pimp dein Auto. Warte mal. Wirst du sehen. Der alte Opa, der wird sein Auto nicht wiedererkennen. Haben wir hier eine Heckstoßstange? Alter, ich pimp den richtig sein Auto. Ach, Royal Crown Stoßstange hin? Ach, warte mal, Moment. Royal Crown Stoßstange? War das nicht sogar die gewesen, die wir gefunden hatten? Ich kaufe jetzt einfach mal die 4 Stoßstangen. Wir testen das einfach mal. Es ist dieselbe Stoßstange. Nur die hat jetzt eine andere Farbe. Die ist jetzt schwarz. Nein, das kann ich nicht bringen. Ohne Scheiß, Alter. Der bringt mich um. Der Kunde, der bringt mich um. Hallo, wie komme ich aus dem Menü raus? Hallo. Der Kunde bringt mich um. So, warte. Nein. Ich drücke mal Kreis aus Versehen. Diese dramatische Musik gerade, ne? Ölfilter. Ja, R4A. Krieg da zusätzlich mit rein, egal. Dramatische Musik. Dramatische Musik. Dramatische Musik. Dramatische Musik. Zustand 98 hätten wir gar nicht kaufen brauchen. Egal, der kriegt trotzdem bei Ölwechsel immer neuen Ölfilter. Immer. Immer. So. Ablassen. Haben wir einen Ölfilter noch in der Tasche, falls wir nochmal einen brauchen. Gebrauchten. Können wir den gebrauchten, obwohl kommen, weißt du was, wir verkaufen den einfach. So. Dann würde ich sagen, füllen wir nochmal eben Öl. Alter, diese Musik, ne? Dramatische Musik. Immer mal das andere. Machen wir hier Haus, komm. Im Ölmessstab. Ach, guck mal, ein sauberes Öl. Das sieht aus wie Schokolade. Als ob das so ablecken kannst, so. Ah, Kampagnenauftrag 03. Kunde Roadmaster. Yo, Alter. Ich bin der Roadmaster. So nennt man mich im Internet. Ich bin der King of the Road, verstehst du? Zumindest in PC-Spielen. Letzte Woche habe ich mir ein Auto gekauft, Digga, weil Twitch Money läuft. Ja, kannst mal sehen. Damit kann ich nur allen zeigen, was ich auf einer echten Schrecke drauf habe. Bitte schau nach den Felgen, damit stimmt etwas nicht. Ach ja, und irgendwann klopft der Motor. Da müsste mal geprüft werden. Mist an, Bro. Ja, ich würde sagen, hier den Rennfahrer, den helfen wir mal. Alter, der kriegt eine richtige Karre. Wenn der Internetstar ist, der ist, Alter, oh, holy Jesus. Der kriegt eine, also, pimp my ride, sag ich nur. Der kriegt eine richtige Generalüberholung, würde ich sagen. Also dem pimpen wir jetzt mal richtig die Möhre. Er sagte, da klopft irgendwas, ne? Da müssen wir jetzt erstmal rausfinden, was da klopft. Diagnose. Weil er sagte, es klopft ja irgendwie was im Motor. Ich vermute jetzt, vielleicht sind das die Zylinder. Der kriegt auf jeden Fall eine Karosserietuning. Wenn wir da was Schönes finden für den. Er hat uns so geil angeschrieben. Alla! Yo, Bro, Alla! Ich bin Internetstar. Ich mag Rennspiele. Könnte ich sein, eigentlich. Der da sein Auto zur Reparatur gibt. Ist doch nur ein armer Lehrling. Was? Der Kunde hat kein Geld. Was? Was? Hat doch das Auto erst vor einer Woche Ahnungslosen gekauft? Viel Geld? Ja. Pff. Twitch Money und so. Egal. So, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben die Felgen. Riemenspanner. Irgendwas fehlt noch. Die Frage ist nur, was fehlt noch? So, jetzt haben wir alle Teile. Felgen kaufen wir gleich. Ich wechsle mal eben den Radiosender. Machen wir mal Classic Vibes. Komm, machen wir mal. Komm.
Oh ja, ganz entspannt hier. Bin der Dieter. Dieter. Batterie haben wir auch ausgebaut. Wir haben alles ausgebaut, Alter. Das ist so. Wir haben die ganze Karre zerlegt. So. Uff, das kann ich aber, ich muss, Entschuldigung, das kann ich aber auch gerade nicht hören. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Machen wir mal Mixer Room, mal gucken, was das ist. Er hat ja jetzt so schwarze Stoßstangen. Oh, uff, Alter, die ist ja sexy. Boah, die ist ja richtig sexy. Kann ich mir gar nicht leisten. Null. Ich muss auf das Geld achten. Geht gar nicht. Der kriegt nicht so schöne Felgen. Warte. Vielleicht finden wir doch noch welche. Warte. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Retalk. Also, sie sind echt schick. Also, für das Schnäppchen. Also, wenn ich da jetzt nicht gleich richtig was kriege für, ne? Also, dann weiß ich aber auch nicht. So. Der kriegt doch keine Allwetterreifen. Der kriegt hier Premium-Reifen. Boah. Würde ich sogar fahren wollen. Jetzt mal Real Talk, Alter. Was das ausmacht, ne? Die sind jetzt ein bisschen kleiner sogar. Uff, was das ausmacht. Really jetzt, Alter? Das sieht richtig geil aus, ohne Scheiß. Das sieht mega aus. Was Felgen ausmachen. Warte. So, Auftrag abschließen. Was kriegen wir denn dafür? Abschlussprämie, Arbeitslohn, Ersatzteilkosten, Einnahmen. 1926. Naja, weiß nicht, ob jetzt... Fahrzeug ist nicht komplett. Es fehlt die Stoßstange vorn. Was? Wieso fehlt die Stoßstange? Jetzt kommen wir nicht an, der will seine Sachen wieder haben. Jetzt will der echt seine Stoßstange wieder haben? Really? Nein, jetzt sag mir nicht, der will seine Sachen wieder haben. Mit Felge und alles. Ich habe die Felgen verkauft. Toll, jetzt haben wir Stoßstange gekauft und was ist? Will er nicht haben. Also ehrlich. 3 Euro pro Reifen, du. Hups, was? Da ist der Kunde von der Karre erschlagen worden. Egal, Leiche weg, genau. Ja, was denn? Da will man was Gutes tun und was ist? Da will er nicht mehr deine Stoßstange wieder haben. So eine Scheiße hier. Ja, dann will er hinten seine Scheinwerfer wahrscheinlich auch wieder haben. Der kann ohne Scheinwerfer fahren, ist mir egal. Weißt du, so schöne Chromrücklichter. Und er will es einfach nicht. Also da muss ich aber dezent groß jetzt hier. Aber Hauptsache hier, weißt du, ich bin großer YouTuber. Ich liebe Rennspiele und ich will ja mal auf der Straße zeigen, wer ich bin und Hier, kannst mit nach Hause fahren. Tschüss. Vorderes Nummernschild. Und jetzt verpiss dich vom Hof. Hinteres Nummernschild. Na, mach hier die... Okay, manchmal hängt das irgendwie noch. Warum auch immer. Wir nennen die Felgen jetzt nicht, dann flipp ich aus. Gott sei Dank. Tschüss. Hast halt für einen anderen Kundenersatzteile. Ja. Gucken mit der Kohle. So, was haben wir denn hier noch? Erlaubter Ersatzteilzustand. Was? Okay.